Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokecraft und herzlich willkommen zu was Neuem. Savtech Ages steht da. Was bedeutet Savtech Ages? Das bedeutet, dass es ein neues Minecraft-Langzeitprojekt gibt. Nicht zu verwechseln mit Minecraft-Kurzzeitprojekten wie beispielsweise Craft Attack oder Stone Attack, was bald kommen wird. Und das wird auch nochmal sehr spannend. Aber Savtech Ages ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein über Jahre und Generationen gehendes Minecraft-Projekt. Glaubt ihr mir nicht? Ha! RGB Pixel und ich wollten, nachdem wir All the Mod 6 durchgespielt haben, ein neues Modpack-Spiel. Und diesmal, nachdem wir jetzt ein Skypack hatten, also wo alles void war, wollten wir wieder ein echtes Projekt haben. Und dieser Screen, den wir gerade sehen, der bedeutet Folgendes. Wir sehen, dass es unterschiedliche Farben gibt, unterschiedliche Varianten, unterschiedliche Zeitstufen gibt. Und das ist das Besondere. Das Projekt findet jeden Donnerstagabend ab 19 Uhr statt. Wir werden jetzt aktuell immer auch schon um 18 Uhr beginnen. Aber letzten Endes ist es so, dass das Projekt jeden Donnerstagabend ab 18, 19 Uhr sind wir live. Immer in diesem Turnus. RGB Pixel und ich. RGB wird Folgen aktiv auf seinem YouTube-Kanal dazu veröffentlichen. Deshalb schaut er gerne auf seinem Kanal vorbei, RGB Pixel. Und ich werde Folgen hier auf meinem Kanal ab und zu mal euch geben. Aber wir werden jeden Donnerstagabend versuchen, für euch zu streamen. Bei diesem Mod-Projekt geht es darum, dass, und das macht das auch interessant, dass hier sehr, 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 sehr viele Mods drin sind. 250 plus Mods sind drin. Auch das ist natürlich cool. Das ist ein Giga-Mod-Projekt. Es gibt solche Sachen hier. Tröten. Und ihr solltet wissen, RGB Pixel und ich, wir haben uns schon so richtig, was die Tröten angeht, angefreundet. Da wird es auf jeden Fall nochmal eine Folge geben. Ich kann die Tröten Leute zurück. Ihr seht, alles sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Die Monster sehen anders aus. Wenn ich Blöcke abbaue, gibt es andere Animationen. Aber worum geht es jetzt bei diesem Modpack? Es geht darum, Mobs zu killen. Diese Spinne ist gruselig, was? Es geht darum, dass wir uns in der Steinzeit befinden. Und das Ding ist, wenn ihr mal kurz hier rechts in diese Liste seht, dann seht ihr, können wir gar nicht so viele Sachen craften. Aktuell sind nur ein paar sehr, sehr simple Mods drin. Wir sind nämlich gerade in der Steinzeit. Das ist aber auch der Cobblestone-Hintergrund. Wir müssen Ziele erreichen, um weiter voranzuschreiten. Wir werden irgendwann Technologien freischalten. Wir werden irgendwann mal auch die Erde verlassen können, werden Raumschiffe bauen können, etc. Aber aktuell ist das größte Problem, das wir haben, ein ganz simples Problem. Na, was macht ihr, wenn ihr zuerst Minecraft spielt? Natürlich, ihr lasst euch von einem Creeper in die Luft jagen. Aber wenn ihr jetzt euch mal gerade nicht von einem Creeper in die Luft jagen lasst, dann versucht ihr Holz zu bekommen, indem ihr einen Baum abbaut. Ne? Leichter gesagt als getan. So, ihr seht, ich habe den Baum abgebaut und es ist... Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht mein erster Tod in diesem Projekt. Oh. Es wäre nicht mein erster Tod in dem Projekt. Aber es geht, wie gesagt, genau darum, Leute. Es geht, dass wir kein Holz bekommen können. Ich kann keine Materialien bekommen. So, ich disconnecte mich an dieser Stelle mal wieder. Heute Abend im Stream werden wir uns da wiedersehen. Es geht eben darum, dass man nichts kann. Und wir müssen jetzt am Anfang erstmal so richtig primitiv und simpel an die Items kommen, indem wir Keys sieben, um Flint zu bekommen, um aus Flint Werkzeuge zu machen, um mit den Werkzeugen eine Werkbank zu bauen, die richtig nervig ist, wo wir noch per Hand Sachen zusammencraften müssen. Und irgendwann haben wir es dann geschafft. Irgendwann können wir dann, ja, eine Werkbank bauen. That's how it's working. Es geht darum, dass wir also quasi, ne, ihr seht es links in dem Bild, wir beginnen in der Steinzeit. Irgendwann kommen wir dann zu den ersten primitiven Technologien, Feuer etc. Dann kommen wir zum Mittelalter, dann wird irgendwann Industriezeitalter bekommen, große Cities und irgendwann geht es dann auch auf den Mond und wir entwickeln uns weiter. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Monaten, wo wir dieses Modpack spielen, einen wissenschaftlichen Fortschritt erleben. Seid gerne mit dabei, begleitet das Projekt gerne jeden Donnerstagabend. Ich freue mich auf euch und in diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao Leute.